Hallo Internet und heute wieder ein klitzekleiner Mini-Haul von mir. Und zwar konnte ich mal wieder nicht an dem Essensaussteller vorbeigehen, wo die ganzen Produkte im Moment gerade aus dem Sortiment gehen. Und da habe ich natürlich mich auch so ein bisschen wieder eingedeckt mit welchen Kleinigkeiten. Und dann fangen wir auch mal gleich an mit dem ersten Produkt, was mein absoluter Favorite ist, was ich von den Sachen nicht gekauft habe. Und zwar ist die LE irgendwie an mir vorbeigegangen. Und zwar ist es die Holographic LE. Und da habe ich mir so ein Eyeshadow gekauft in der Nummer 3 Prismatic White oder irgendwie so. Und das ist so ein mega geiler Schimmernder. Und den trage ich auch im Moment gerade in der Lidfalte. Und der gibt dir wirklich so ein bisschen Illusion, wo da keine Illusion eigentlich ist. Deswegen finde ich die ganz schön. Eines meiner Lieblingsprodukte. Und das habe ich, glaube ich, mit 200 Produkten für 2 Euro bekommen. Dann habe ich hier noch einen Lidschatten aus der Boom Boom Kollektion, die Nummer 2, Cream Canvas. Und da gefällt mir die Textur so mega gut. Und zwar fühlt sich das an wie Seide. Und das ist so eine ganz neutrale Farbe. Kann ich mir relativ gut vorstellen als so Grundierung für Smoky Eyes. Das werde ich morgen definitiv mal ausprobieren. Und dann habe ich noch gekauft 2 Lipglosse, und zwar die Tinted, und zwar Nummer 1 Turn to Happy und Nummer 2 Turn to Lucky. Den hatte ich letzte Woche gekauft. Habe ich leider nicht mitgekriegt, dass der schon irgendwie so halb leer war irgendwie, und da war schon irgendwie drei Viertel des Glasses war schon in der Kappe, und musste ich dementsprechend irgendwie so halb wegschmeißen, das Produkt, weil ich nicht wusste, was da und wer da schon dran war. Und jetzt habe ich mir den nochmal gekauft, weil mir hat die Farbe so gut gefallen. Und zwar von dem Orange ging es bei mir so ins Rosé-Lachsfarben und nicht ins Pinke. Hier bei dem bin ich mir noch nicht so sicher. Das geht halt von Lila ins Dunkelpink. Bin ich mir noch nicht so sicher, ob das so wirklich bei mir gut aussieht. Aber ich werde es mal versuchen. Und dann habe ich mir natürlich wieder 2 Nagellacke gekauft, weil man kann ja Nagellacke nie genug haben. Und zwar ist das die 060 Fateful Desire. Und den habe ich hier auch schon aufgetragen. Ach Gott, jetzt habe ich mir da so Katschen reingemacht. Und zwar ist es dieser hier. Und zwar, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe die gleiche Farbe schon von Essie. Und falls ich die gleiche Farbe von Essie habe, werde ich den weitergeben an irgendwen, weil nichts geht über Essie-Lacke. Dann habe ich noch ein Nude Glam gekauft in der Farbe 01 Cotton Candy für French Maniküre. Und ja, da werde ich mich heute Abend gleich mal hinsetzen und meine French Maniküre machen, weil mir hat immer diese eine Farbe, ich glaube, die Misty, dieses Rosé aus der French Maniküre, es ist immer so ein Dreier-Set, und da ist mir der Rosé irgendwie auf die Fliesen gefallen, ist dann war der dann überall. Ich habe den jetzt an den Wänden, am Heizkörper, an der Dusche und sonstiges, nur halt nicht in der Flasche. Ja, naja. Dann habe ich noch ein paar Sachen gekauft von Maybelline New York, und zwar ist das einmal die Express Finish 40 in der Farbe 310 Acid Plum. Und den finde ich ganz schön, aber der ist relativ dünnflüssig, ist mir aufgefallen. Das heißt, da brauche ich irgendwie 3-4 Coats, damit es irgendwie halbwegs deckend ist. Und dann die Farbe finde ich ganz, ganz, ganz klasse. Und zwar ist es diese hier. Das ist Stay Strong oder irgendwie so heißt der, glaube ich, ja. Forever Strong Pro. Der soll bis zu 7 Tage halten. Und der ist mit Calcium, Eisen und Salicyl. Und es ist die Farbe 135 News Rose. Und der ist so, 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 so schön. Den hatte ich vorhin schon mal drauf, ganz kurz. Und ja, ich freue mich eigentlich total. Also über die 2 Sachen freue ich mich halt wirklich ganz, ganz arg, dass ich die gekauft habe. Und das war es eigentlich mit Kosmetik. Dann habe ich noch ein Anti-Schuppen-Shampoo gekauft. Und zwar hatte ich gestern so ein tiefreinigendes Shampoo benutzt. Und danach so eine Herbal Essences Kur, aber nur bis hier halt. Und mir ist aufgefallen heute Morgen, ich habe ganz, ganz trockene Kopfhaut, und nun habe ich mir so ein Anti-Schuppen-Shampoo gekauft, weil ich habe keinen Bock, irgendwie mit irgendwelchen Flocken im Haar rumzulaufen. Und ja, das ist so mit Bambusextrakt, und es riecht ganz okay. Ja, es riecht ganz okay. Es erinnert mich so ein bisschen an Sonnenmilch, so diese DM-Sonnenmilch oder so. Daran erinnert es mich. Und das werde ich jetzt halt benutzen, aber das wird garantiert irgendwie 4-5 Jahre halten, diese kleine Dose, weil so oft werde ich es garantiert auch nicht dann benutzen, ne? Jetzt nicht regelmäßig, jeden Tag. Ja, das war mein kleiner Haul, und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss!